Ja, hallo, servus und grüß euch. Herzlich willkommen zurück im Regenwetter und auch tatsächlich bei uns während der Aufnahmesession. Was für ein Sommer, es regnet schon wieder. Wir haben eigentlich den Innenhof entdeckt mit einer Menge verschlossener Türen, verbarrikadierter Türen, versperrter Türen. Es ist alles verschlossen irgendwie. Ich habe auch keine Ahnung, wie wir schnell wieder zu Soltern kommen könnten. Also aus dem Grund versuchen wir unser Glück mal da in dem Bereich. Zwei Türen. Wähle dein Schicksal, Mädel. Und mir fällt noch immer nicht ein, wie sie heißt. Drei Türen. Nimm den Roller. Flüchte, flüchte. Moment, die Tür scheint aber nicht auf. Ist das überhaupt eine Tür? Das ist eine Tür. Dieses Gebäude ist wirklich alt. Es hat sogar noch einen Eingang für Kutschen. Er wurde seit schon nicht mehr verwendet. Ich weiß nicht, wie lange. Jahrhunderte? So, links oder rechts, wenn jemand hier. Safe. Oh Mann! Okay. Safe. Oh Gott, sie geht auf. Ich muss ehrlich zugeben, es war gar nicht so schlecht, dass die Türen nicht aufgehen. Das ist so ähnlich wie bei Silent Hill. Da. Ich mag die Musik nicht. Was steht da? Zugang für Anwohner. Da habe ich mich tatsächlich dann am Schluss auch über jede Tür gefreut, die nicht aufging. Funktioniert der andere Aufzug? Ich sollte mir keine Hoffnungen machen. Der Aufzugsschacht. So gruselig wie eh und je. Naja, aber da oben ist eine Überwachungskamera. Wenigstens sehen sie unseren Tod. Boah, ist das unheimlich. Bericht der Nachtschicht. Ein Formular, das von Walter, dem Wachmann der Nachtschicht, ausgefüllt wurde. Ende des Schichtbetriebs. Datum 11. August 1998. Schicht, Nachtschicht. Eingereicht um 7 Uhr. Wachmann Sullivan Walter. Code 9534. Moment. Walter. 09534. 09534. Vorfälle. Jetzt wird es interessant wahrscheinlich. 22.38 Uhr. Bei einem Kontrollgang entdeckte ich ein kleines Leck in einer der Wasserleitungen. Ich stelle einen Eimer darunter und benachrichtige den Versicherungsträger des Gebäudes. Vorbildlich. 1.13 Uhr. Ich höre ein Klopfen an der Haustür. Ich gehe zur Tür und frage, wer ist da, erhalte aber keine Antwort. Das Klopfen hört auf. Als ich die Tür öffne, kann ich niemanden auf der Straße sehen. 4.40 Uhr. Ich glaube, eine Melodie hinter mir zu hören. Ich gehe in den Innenhof und finde Herrn Isaac Färber, barfuß, mit nichts als einem blauen Pyjama bekleidet. Seine Augen sind geschlossen und in seinen Händen hält er eine Spieluhr, die eine seltsame Melodie abspielt, während er langsam weitergeht. Er reagiert nicht, als ich ihn rufe, und geht durch die Tür zu seinem Laden. Okay. Okay. Tür. Was sehen wir jetzt? Ah, Moment. Da können wir vielleicht... da können wir jetzt vielleicht einen Shortcut aufmachen. Dann können wir die Münze in den Automaten werfen. No. Wenn jemand seinen Job machen würde und da wäre, müsste ich nicht einbrechen. Verdammt, warum zahlen wir eigentlich dafür? Ja, da sind nicht nur die Wachmänner verschwunden, glaube ich. Angeblich ist das Gießen der Pflanze eine Gemeinschaftsaufgabe. Jemand nimmt es damit wohl nicht sehr ernst. Wow. B3, 2D. Katharina Carter, Georg Warner. B3, 3C. Ellen Lewis, Amanda R. B3,
B3, 3D, Susan Schwarz, Christine Schwarz. Echt jetzt? Holy fucking shit. Was ist das B3? Building 3, Gebäude 3, Building 4, 2D, 3C, 3D. Das könnten Türnummern sein. Giuliano Chapman, Sherry Horton, Marina S. Subeldia, Preston S. B33B wohnt Philip McDaniel. Katharina Carter, Georg Warner, die hat man schon. Dennis Atkins, Robin Atkins, Heaven Atkins. Die drei Atkins-Brüder, hier verstecken sie sich. In B42B. Das klingt wie Schiffe versenkt mit Persona. B43A. Oh Gott! Jörg B. Radenescu und Sonja Brennan wurden versenkt. Veronica Elvers, Edna Deschamps. Kelly Janakowski, Louis McAslan. Erika Färber. B43. Kann ich da was drücken? Auch. Nein, ich kann nur lesen. Ich weiß es nicht. Also der einzige Name, der mir jetzt mal irgendwie bekannt vorkommt, ist Erika Färber. Was? Aber da war doch was. Das erste, was ich aufgeschrieben habe, war A. Und da kommt kein A vor. Dann machen wir das mal. Erika Färber. Einfach, weil mir der Name als einziger bekannt vorkommt. Das dürfte Mutter sein. B4 3.C. B4 3.C. Huh. Oh, ich habe schon wieder das Licht abgedreht. Ich sehe Simon nicht. Oder dieses Schwein Walter, aber der Schlüssel ist drin. Okay, was hat sie gegen Walter? Was hat er ihr angetan? Oder ist einfach nur widerlich? Aber das könnte man jetzt, komm schon, das schaffst jetzt. Kann ich die Schlüssel erreichen, wenn ich den Bügel verbiege? Vielleicht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich sie greifen kann. Dann versuch's doch einfach mal. Ah. Sie versucht's nicht mal. Alter. Eine Menge. Oh, das geht ja hoch auch noch. Are you serious? Ich meine, die anderen beiden Namen, die wir jetzt noch kennen, sind Wrangel und Gibbs. Wrangel und Gibbs. Anthony married Hobbs. Nein, Hobbs klingt nur ähnlich wie Gibbs. Rocha! Aliska Place! Wrangel und Gibbs. Heather Mason. Oh, nice. Heather. Silent Hill. 3? Ja, ich glaube 3 war's. Wo wohnt die Heather? Wollte ich immer schon mal besuchen und Hallo sagen. B24B. Wrangel und Gibbs. Lakonan. Allard. Gilbert. Walkley. Wythmore. GS Spoiler. Alvaro G Spoiler. Frederick Rompany. Jetzt habe ich gelesen Adrian Lasagne. Aber er heißt nur Laske. Bender, Hoddle, Grayley, Oliver Quincy, Papados, Anna F. Keaton, Stanton. So, schauen wir jetzt nochmal zurück zur ersten Tafel. Ja, auch da kann man hochscrollen. Alter, Wrangel und Gibbs, Anderson, Kartner, Warner, Louis, Amanda, Schwarz, Mendes, Blue, Linden, Weiss, Jumps, Radescu, Atkins, Villa, Roger, McKnight, Bailey. Ja, Bailey könnte ich jetzt vertragen. Oder gleich einen richtigen Fan an Jean. Gut, aber die beiden Namen kommen da nicht vor. Das ist der Haupteingang, aber Papa und ich gehen immer durch den Laden. Ich habe den Schlüssel nicht bei mir. Ja, und das haben wir. Da haben wir jetzt ein Problem. Wir haben da ein Rätsel. Hm.
Mein Herz fängt zu pochen an. Warum? Wir gehen einfach ganz, ganz leise und langsam. Die Tür ging ja nicht auf. Warum? Weil sie von blockiert war, oder? Den anderen Schlüssel haben wir jetzt verballert. Den haben wir nicht mehr. Nein. Ja, da bleibt uns eigentlich nur der Zoltanautomat. Und ich gehe wirklich... Ich versuche langsam zu gehen. Weil im Ladescreen stand auch, leise sein ist dein Freund. Da ist er nur... Der ist nur unheimlich, gruselig wie eh und je und funktioniert auch nicht. Oder doch? Ich dachte, er wäre einfach nur kaputt, aber dieser Schrott. Aber ich finde es nicht cool, dass der Controller anfängt zu vibrieren. So Heartbeat-mäßig. Ja, da müssen wir die komplette Runde laufen und zum Zoltanautomaten. Ich glaube, draußen sind wir safe. Außerdem regnet es. Wir wollen nicht im Regen. Können wir da noch irgendwas machen? Da ist wer. Okay. Ich glaube aber nicht, ob das so eine gute Idee ist. Was zum? Wer bist du? Was machst du da? Und warum hast du nur einen Arm? Ich will den jetzt stalken. Naja, das ist jetzt klar, warum der von innen verschlossen ist, weil da wer drin steht, aber puh. Okay, wir gehen, wir laufen zu Soldat. Und jetzt werde ich schon langsam richtig nervös, weil einerseits höre ich immer wieder, also vibriert der Controller herzschlagmäßig und andererseits, es ist schon lange nicht wirklich was Schlimmes passiert. Stichwort Dunkelheit und so und Kack. Gut, da brauchen wir eine Menge Schlüssel, die wir ja alle nicht haben. Genau, und die Tafel, was sagt uns diese Tafel? Innenliegende Wohnungen, A, B und C. Und bei Färber stand ja B43C. Also irgendwie, das kann ich noch nicht ganz... Das checke ich noch nicht ganz. Wo sind wir jetzt? Ah, da sind wir jetzt. Da unten ist ein Tisch zum Verstecken. Wir gehen einfach, wir laufen nicht. In der Hoffnung, dass sie leise genug ist. Ja. Scheiße. What the hell? Scheiße, wo war das Versteck? Okay, der Herzschlag hat aufgehört. Wir müssen zu dem Monitor. Aber vorher werfen wir sollte an die Münze ein, dass wir die loswerden. Sonst vergesse ich drauf. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Botschaft 2 von Solter. Eine Vorhersage aus dem Solter-Dingens. Wahrsagerautomaten. Spielen und gewinnen. Spielen und verlieren. Hast du Zweifel? Geht direkt durch. Okay. Ich würde ja gern direkt zum Mofa und aufsteigen und ja, einfach fahren.
Was war da jetzt noch? Haben wir uns das auch angesehen? Ich habe meinem Freund vor einiger Zeit einen dieser klassischen Romane gegeben und er ist beim Lesen eingeschlafen. Okay, ja, das ist das mit verdammt. So langweilig sind sie auch wieder nicht. Oh! Ich kann die Kamera selber nicht bewegen, aber ich habe Angst vor dem, was wir da sehen. Scheibenkleister. It's gone now. But how did it get in there in the first place? Es ist weg, aber wie kam es dort rein? Ja, eine gute Frage. Okay, es ruckelt ein bisschen. So, was machen wir jetzt? Wir gehen nochmal zurück zur Tür. Tough und mutig, wie sie ist. Oder wir gehen Richtung Moped. Vielleicht müssen wir uns wirklich draußen nochmal umsehen. Blim, blim. Wir brauchen ja noch einen Griff oder so. Das ist sein Gehstock. Der Regenschirm gehört Roman. Er vergisst ihn immer. Können wir das nicht als Griff oder so verwenden? Für den Schalter? Na dann. Es war mir eine Freude. Auf Wiedersehen. Ich fahr heim. Haben wir da noch irgendwas übersehen? Ich will halt einfach echt nicht dort zur Tür gehen. Das ist nicht, wir verkaufen mal die Sachen. Das China-Restaurant, wo sie eigentlich nie persönlich essen, sondern sich, obwohl sie daneben wohnen, immer was zum Mitnehmen nehmen. Bei dem Wetter möchte ich mich unter der Decke verkriechen. Das könntest du, schau mal. Das sind nur 2-3 Meter bis zu deinem Roller. Danach kannst du ein heißes Bad gönnen, ich dich in der Decke einrollen. Alle sind glücklich. Du hast gute Chancen zu überleben. Aber du wolltest es nicht anders. Blim, blim. Da ist der Verstecktisch. Vielleicht ist ja die Tür. Wir lauschen. Die Tür ist robust und dick, zu dick, um etwas hindurchhören zu können. Aber sowieso ja auch verschlossen. Wo war denn jetzt diese Tür mit da? Oder? Ich verliere da komplett die Orientierung, hey. Ich glaube, die Arme wird ganz elendiglich sterben, einfach weil ich nicht rechtzeitig ein Versteck finden kann. Am Klo waren wir ja, glaube ich, schon mal. Der Spiegel ist zerbrochen, genau. Genauso wie in der Hascher-Villa. Das sind die Handtücher mit Staub bedeckt. Aber wo war jetzt diese Tür, die wir im Video gesehen haben? Also auf diesem Monitor. Liedergebundene Bücher als Andenken. Ich würde Kinder so gerne erschrecken, wenn sie jedes Mal mit ihren Eltern herkommen, wie ein Rudel Wilderwölfe herumlaufen. Das ist ihre Gitarre. Moment, können wir da vielleicht den Dings ablegen? Auf keinen Fall, das würde nicht funktionieren. Das war das Fernrohr, das war die Kanone. Vielleicht müssen wir die Kanone nochmal ansehen. Ha, als ob. Shit. Irgendwas ist da. Der Controller vibriert wie böse. Okay, aber ich habe keine Idee.
Es ist einfach so umfangreich, riesig. Vor allem, was war es und wohin ging es? Vielleicht oben nochmal nachsehen? Vielleicht nochmal am Monitor sehen? Vielleicht sehen wir das Ding nur über den Monitor. Contact Tracing. Wer bist du und wo bist du? Alter, ich bin komplett angespannt. Das war doch die Tür, oder? Oder nicht? Moment mal. Wenn wir jetzt einfach geradeaus gehen. Ja, das ist die Tür. Ich meine, da haben wir einen Tisch halt zum Verstecken. Aber ist das die? Ja, genau. Das ist der Ventilator. Ich versuche es jetzt noch einmal und dann schauen wir noch mal kurz hoch. Ja, das ist die mit dem elektrischen Sicherheitsschloss. Okay, wir laufen. Kamera. Wir sehen uns oben mal um. Und dann haben wir eh schon wieder 21 Minuten Aufnahmezeit. Das war der Vertrag von Tortilla. Okay, das waren die Vasen, die so teuer sind. Da haben wir ein Versteck. Die Biografien. Was war da? Naja, das ist wieder dieses komische Schloss, wo ich auch keine Ahnung habe, wie wir das aufbekommen könnten. Und da geht's nochmal raus. Naja, gut. Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Nächste Folge sehen wir uns nochmal im Hof um, beziehungsweise in dem... Es ist ja ein Lift runtergekracht. Vielleicht hat ja der irgendwas bewirkt, verändert und im Schuppen war ja jemand. Vielleicht ist der ja jetzt nicht mehr da. Das werden wir in der nächsten Folge rausfinden. Danke fürs Zusehen. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.